So Leute, ich habe mir meinen Bart mal wieder ein bisschen länger wachsen lassen, aber das hat einen Grund, denn ich zeige euch heute in diesem Video, wie ich meine Koteletten rasiere. Ja Leute, wie man sehen kann, sind meine Koteletten tatsächlich jetzt wirklich extrem lang geworden, ja, und die müssen endlich mal wieder rasiert bzw. getrimmt werden. Und viele von euch haben nach diesem Video gefragt, weil es tatsächlich mit langen Haaren gar nicht so einfach ist, die Koteletten zu rasieren. Und deshalb auch einen direkten Tipp zu Anfang: Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eine zweite Person zurückzugreifen, zum Beispiel eure Partnerin, Mama, Papa, Freundin, Freund, wie auch immer, dann fragt die auf jeden Fall, denn es ist wesentlich einfacher für eine zweite Person, die Koteletten zu rasieren, als für euch selbst. Wenn ihr aber keine zweite Person zur Hand habt und die Koteletten doch selber rasieren möchtet, dann ist das Video genau das Richtige für euch. Kommen wir zum ersten Schritt. Im ersten Schritt habe ich Bobbypins in meine Haare gesteckt. Bobbypins sind solche kleinen Spänkchen hier. Diese kleinen Spänkchen sind dazu da, um eure Haare so ein bisschen wegzulegen, an den Haaren und wegzustecken. Das habe ich schon gemacht. Dementsprechend lauft ihr nicht Gefahr, dass ihr irgendwelche Haare wegschneidet bzw. abrasiert, die ihr gar nicht abrasieren möchtet. Also erster Schritt: mit den Bobbypins einfach die Haare wegstecken, die nicht abrasiert werden sollen. Kommen wir zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt könnt ihr dann auch schon einen Rasierer zur Hand nehmen und dementsprechend die überstehenden Haare, die ihr nicht mehr haben wollt, einfach wegrasieren. Einfach Rasierer ansetzen und wegrasieren. Das wäre dann der Fall, wenn ihr zum Beispiel keinen Bart habt, so wie ich, dann könnt ihr es nämlich einfach runterrasieren und fertig. Bei mir ist es jetzt ein bisschen schwieriger, denn ich will nicht einfach die Haare wegrasieren, dann habe ich da ein Loch, denn ich möchte ja schön wieder einen Übergang reinkriegen in den Bart. Dementsprechend mache ich so, dass ich wieder einen Aufsatz dazu nehme und den Aufsatz erstmal hier auf den Rasierer draufstecke. Das ist ein 3 mm Aufsatz und erst dann lege ich los und rasiere erstmal ein bisschen vorsichtig runter. Das geht mit diesem Aufsatz ganz gut, damit die Haare auch ein bisschen geordneter sind, und das mache ich jetzt erstmal. So, Haare sind etwas runter rasiert und jetzt drehe ich den Rasierer um und rasiere jetzt einfach ganz vorsichtig nach oben und kürze die Haare, die ich halt nicht mehr von den Koteletten haben möchte. So, und wie ihr sehen könnt, das ein oder andere Haar bleibt dann auch noch hier an der Seite übrig. Ich mache dazu dann den Aufsatz ab und versuche die anderen Haare, die jetzt noch übrig sind, dann ohne Aufsatz wegzurasieren, aber wirklich vorsichtig. So, und das macht ihr dann logischerweise an der linken Seite als auch an der rechten Seite. Und auch hier könnt ihr natürlich auch wieder den Aufsatz abnehmen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie Haare da stehen habt, die ein bisschen unerwünscht sind, dann könnt ihr natürlich auch ohne Aufsatz arbeiten. Aber auch hier vorsichtig. So Leute, beide Seiten sind jetzt rasiert bzw. getrimmt. Und wie man sehen kann, habe ich hier auf dieser Seite ja ein bisschen verkackt. Da habe ich zu viel weggenommen. Und hier habe ich es eigentlich perfekt hinbekommen. Hier ist ein sehr schöner Übergang drin. Das hat ganz gut geklappt. Aber das passiert nun mal, wenn man halt einen Rasierer ohne Aufsatz verwendet, dann kann man hier und da mal zu viel wegnehmen. Wenn euch das Ganze zu risky ist, dann könnt ihr anstatt einen Rasierer ohne Aufsatz auch einfach zum Beispiel eine Schere benutzen, eine Fingernagelschere, und einfach da ein bisschen drum rumschneiden. Dann habt ihr halt nicht die Gefahr, dass hier sowas passiert. So, und jetzt machen wir weiter mit Schritt Nummer 3. Im dritten Schritt mache ich dann einen Übergang in meinen Bart rein, um halt auch einen perfekten Übergang von den Koteletten hinzubekommen zu meinem Bart. Wenn du das ausführliche Video dazu sehen möchtest, dann klick einfach hier oben hin. Ich habe da schon ein ausführliches Video zu gemacht und ich starte jetzt mit dem Übergang drin. So Leute, eigentlich bin ich jetzt schon fertig, aber wenn ich gerade dabei bin und am Trimmen und Rasieren, dann rasiere ich mir meistens auch noch immer schnell den Nacken aus, und das mache ich jetzt noch im vierten und letzten Schritt. So Leute, der letzte Schritt ist jetzt auch abgehakt, und wenn man sich das Vorher-Nachher-Ergebnis jetzt einfach mal anschaut, dann sieht man sicherlich,
dass das Vorherergebnis wesentlich ungepflegter war und das Nachherergebnis wesentlich gepflegter und wesentlich ordentlicher aussieht. Auch wenn ich jetzt hier an der linken Seite ein bisschen verkackt habe, dennoch ist diese rechte Seite ganz gut geworden und wie gesagt, am Ende des Tages kommt es ja darauf an, dass es wieder ordentlich und gepflegt aussieht. Wenn du persönlich jetzt auch deine Koteletten zu Hause rasieren bzw. trimmen möchtest, dann empfehle ich dir, das Ganze einfach mit Geduld und mit Ruhe zu machen und dann klappt das Ganze auch. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Kotelettenrasieren.